Ja, hallo. Wir haben letzte Woche wieder ein Seminar gemacht über das chronologische Lehren und ich wollte euch einfach mal ein bisschen daran teilhaben haben lassen. Diesmal waren Pastoren da, die kaum eine theologische Ausbildung genossen haben. Und alle Pastoren, die kommen aus den Bergen und lehren dort die Leute. Und durch das Seminar wollten wir diese Pastoren helfen, das Wort Gottes zu predigen, das Wort Gottes so zu predigen, ja, wie Gott es sich vorgestellt hat, als eine große Geschichte, Gottes Evangelium richtig zu predigen. Denn oft, wie schon gesagt, haben sie keine theologische Ausbildung und dadurch fällt es ihnen echt schwer. Einer der Teilnehmer aus dem ersten Seminar, er nutzt jetzt diese Lektionen und sagt, dass er sehr, sehr viel über Gott und seinem Wort lernt. Und das wollte er seinen Mitpastoren auch gönnen und hat das Seminar jetzt ins Leben gerufen, damit sie es auch kennenlernen. Nach einer kleinen Begrüßung und Einleitung von mir hat dann unser Mitarbeiter, ein Freund und drei verschiedene Pastoren aus dem ersten Seminar dann die verschiedenen Lektionen gelehrt. Diese drei Pastoren, die nutzen jetzt das chronologische Lehren in deren Gemeinden und sie selbst sagen, dass sie wirklich viel lernen von den Lektionen, lernen Gott und sein Wort immer besser kennen und deswegen haben sie jetzt ihre Erfahrung und die Lektion mit den anderen Pastoren geteilt. Ich hoffe, ja, das gab euch einen kleinen Einblick in dem und wir sind einfach gespannt, ja, wie Gott sein Wort und das chronologische Lehren dort in den Bergen gebrauchen wird. Unser Gebet ist es, ja, dass Leute und Gemeinden ja, verändert werden und Gott immer mehr kennenlernen und dass sein Name dort verherrlicht wird. Vielen Dank für eure Teilnahme und für alle, die für das Seminar gebetet haben.